So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pikmin. Ja, im Let's Part. Was haben wir da eigentlich gemacht? Ich glaube, Teile im Zentrum des Waldes geholt. Ist ja auch egal. Wir landen da sofort und machen gleich weiter damit. Ja, mal sehen. Wir haben noch 3 Teile übrig. Bin mal gespannt, ob wir das an einem Tag schaffen. Ich denke aber nicht. Nee. Glaube nicht. So, ich brauche eigentlich von jedem ein paar. Das heißt, ich hole mal von allen so 33 Stück. Yay! Weil, ihr werdet gleich sehen, warum ich von jedem welche brauche. So, davon 33 Stück. Und davon holen wir 34. Flop. So, dann versammelt euch hinter mir, denn heute werden wir die Teile hier hinten holen. Die 2. Und das wird interessant, auf jeden Fall. Das ist übrigens eine schöne Armee, was ich da hinter mir habe. Das sieht toll aus. So, also die Stickes habe ich auch noch nicht gemacht. Ach, springen wir einfach da runter. Flupp. Gibt ja zum Glück keinen Fallschaden. Hallo Gegner. Hallo Gegner. Mit euch habe ich natürlich jetzt nicht gerechnet. Lululululululul. Greift an. Schön war das. Wunderbar. So, euch lasse ich einfach mal in Ruhe. Weil ihr... Oder komm. Der muss dann glauben. Töten. Schöne Sache. Da oben habe ich gerade einen gesehen, da oben habe ich einen hingeworfen. Wird natürlich nicht zurückgelassen. Ach, Vieh, nerv doch nicht. Komm, geh weg. Vieh einfach sterben. Dankeschön. Sodalein. Keine Gegner respawnen, das finde ich gut. So, ein bisschen hier eingrenzen, damit die nicht überall hingehen. Weil jetzt wird's interessant. Weil jetzt muss ich nämlich hier durch die Feuer die irgendwie lotsen. Und ich glaube, ich fange mit den gelben an. Ich habe die eh jetzt aufgeteilt. Das ist ja total wild. Ich habe schon einen gelben verloren? Egal! So, nämlich muss ich mich hier am Rand da an den Feuern vorbei schleichen. Irgendwie. Kann ich nämlich hier über diese Brücke. Und dann kann ich die nämlich hier... Ach, da brauche ich blaue auch noch. Okay. Erstmal alle hier hochschießen. Weil nur die kommen nämlich da hoch. Zack, 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 zack. Gut, dann muss ich mit dem blauen also auch noch herkommen. Okay. Eigentlich könnte ich auch gleich alle mitnehmen, ne? Habe ich das nicht gleich gemacht? Erschließt sich mir nicht wirklich. Der Sinn. Ach, da ist wirklich ein gelber dabei. Müll. So, dann geht mal an den Rand, bitte. So, wunderbar. Alle sind heil drüber durchgekommen. Das heißt, da parke ich nämlich jetzt hier meine roten. Weil die brauche ich nämlich nicht. Die gelben nehme ich mit. So. Jetzt möchte ich den gelben, bitte. Danke. Weil der fliegt dann auch noch da hoch. Flupp und flupp. Und mit dem blauen tue ich jetzt das Ding hier bauen. Genau. Das war's dann auch schon. Und jetzt schieße ich mich selber da hoch. Wunderbar. Dann kommt mal her. Und da oben seht ihr nämlich schon das Teil. Ja. Ah. Wie viel brauche ich denn da davon? 15. Okay. Zack, 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 zack. So, müsste reichen. Meine Waage! Meine Tochter hat mir dies geschenkt. Es ist ihr Sternzeichen. Meine süße Kleine. Was sie jetzt wohl gerade macht? Fliegen
verschiedene Teile. Hey. Das war cool. So, und hört ihr mal bitte auf. Fände ich toll von euch. Weil, wozu ich nämlich jetzt die Roten dabei habe, nämlich mit den Roten... Hört ihr auf ins Mensch! Lasst das doch liegen! Ihr dummen Pikmin! Dann stelle ich euch halt da vorne ab, wenn der da nicht wollt. So, wie ihr rennt ins Feuer. Danke. Weil die Roten sind nicht feuerresistent. Resistenz, was? Resistent. Und die können nämlich das durchs Feuer tragen. Die anderen nämlich nicht. Jetzt warte ich, bis sie das Feuer verstanden haben. Und dann werde ich es nämlich von den Gelben abtransportieren lassen. Weil... Baum. Nee, keine Ahnung. Was wollte ich sagen? Komplett weg. Egal. So, wir haben den Rand, bitte. Jawohl. So, jetzt kommt her, ihr Roten, denn das mache ich nämlich jetzt die Gelben. Ich sagte die Gelben. Zack, 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 zack. So, wunderschön. Denn die Gelben baue ich jetzt nicht mehr. Das heißt, die kann ich jetzt zurücklassen. So ganz kompliziert hier heute. Bin ich übrigens fast ins Feuer gerannt. Aber naja. So, jetzt nehme ich die Blauen und die Roten mit und gehe nämlich da hoch und hole gleich das zweite Teil. So, wieder an den Rand, bitte. Bisschen zu gefährlich. Ich warte lieber, bis das Feuer vorbei ist. Denn hier im Wasser ist nämlich noch ein Teil. Und das wird jetzt wieder von dem Blauen geholt. Ich hoffe, das reicht, meine Blauen. Mein analoger Computer. Hurra! Der Computer mit vage Daten, die außerhalb des Binärcodes von 0 und 1 liegen. Ehrlich gesagt sind die Daten so vage, dass sie nicht sehr hilfreich sind. Ja. Ja, es reicht. Hey, schön. Wunderbar. Nämlich transportieren die das bis hierhin. Und jetzt lasse ich das von den Roten machen. Toll, ne? Weil, wie gesagt, Feuer, Drohne sind feuerresistent. Zack, 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 zack. Nein, das war ein blaues. Das war ein blaues. Egal. Weil, die möchte ich doch retten. Ach, und das Teil ist schon angekommen. Okay. Yay. Die Waage. Meine Tochter hat mir dies geschenkt. Mein langes Fortbleiben wird sie beunruhigen. So, jetzt muss ich mich wieder hier vorbeikämpfen. Und da war trotzdem Blaues dabei. Hey, du musst jetzt leider verbrennen. Tut mir leid. Warum nimmst du auch Teile, die du nicht nehmen sollst? Das ist dämlich. Da kann ich jetzt leider nichts dafür, aber das Vieh ist einfach zu schlau gewesen. So. Ihr kommt mit. Was mache ich denn jetzt mit dem Resttag? Das, was ich noch machen kann, das werde ich nicht mehr schaffen heute. Befürchte ich. Oder ich kann es ja auf jeden Fall anfangen. So ist es ja nicht. Auf jeden Fall brauche ich dazu Gelbe. Ein bisschen mehr. Das war ein Blaue. Ich will keine Blauen. Ah, nee. So, wumm, wumm und wumm. Denn wie ihr vielleicht denken könnt, ich brauche natürlich wieder Bömmchen. Bömmchen. Nimm die Bomben. Nimm sie. Jawohl. 8 Bomben dabei. Das wird hoffentlich reichen. Ich weiß es nicht. Weil wir haben ja das schon mal ein bisschen aufgesprengt. Doch, das müsste locker und lässig reichen. Nee, das ist falsch. Da oben war das nämlich. Hier irgendwo. Na, wo kommt die Tür?
Achso. Da unten. Ich verstehe. Genau, das haben wir schon fast kaputt gemacht. Bums. Und? Bums. Hey. Und da haben wir jetzt einen schönen Durchgang freigelegt. Ja. Der wird toll. Der wird echt super. Ich freue mich schon drauf. Ja. So gar nicht eigentlich, aber gut. Gut, jetzt bringe ich aber erstmal meine Pigments zurück. Ich weiß nicht, weil da wird, da kommt natürlich jetzt ein Kampf, ist klar, aber der wird nicht ganz so ohne. Welche nehme ich denn da zum Kampf? Ich weiß es nicht. So, die blauen kann ich auf jeden Fall zurückschicken. Blauen brauche ich auf jeden Fall nicht mehr. Das ist so vieles klar. Mit gelben und roten, ha, das wäre, glaube ich, eine Idee. Mit gelb und rot zu kämpfen. Analoger Computer. Er verstärkt die Gefühle des Dolphin-Computers. Er beschleunigt den Computer, aber bringt ihn auch schnell in Rage. Er erinnert mich an meinen Chef. Ja. So, das müsste eigentlich sogar schon fast reichen. Aber ich hole trotzdem mal noch ein paar. Das kann ja nicht schaden. So, ich hole mal 50 davon und 50 da drüben. Jawohl. Schöne Sache. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob das was wird. Vor allem heute noch. Ich glaube ja nicht. Wenn ich... Die Bomben brauche ich übrigens gar nicht mehr. Wenn ich die jetzt nehme, lassen die Bomben dann fallen? Nö. Ach, egal, nehmen wir die Bomben mit. Gott, das wird jetzt interessant. Da bin ich jetzt echt gespannt, wie das jetzt wird. Also ich würde sagen, ich kämpfe erstmal mit Roten. Weil, da kann ich leichter durchs Feuer da drüben laufen. Wie viel nehme ich denn erstmal mit rein? 30 Stück? Ja, genau. Ideal. Heile kommt so ein kleiner Gegner, der werdet ihr gleich sehen. Nennt man... Oh Gott, da ist er schon. Ja. Das waren schon mal 12 meiner Pigments. Ist das nicht toll? Das ist doch super, oder? Ich glaube, den Kampf mache ich lieber mal in der Vogelperspektive. Nein, 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 was tut ihr? Was tut ihr? Hört auf, die Füße zu bekämpfen. Das bringt euch nämlich nichts. Ich glaube, die Roten waren trotzdem nicht so eine gute Wahl. Ich glaube, ich muss trotzdem komplett mit Gelben kämpfen. Ich muss komplett mit Gelben kämpfen. Ich sehe da schon. Ich sehe da schon. Okay, Rückzug. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Das war ein Schuss in den Ofen. Ich muss komplett mit Gelben kämpfen. Ach du Heilige. Na, das wird geil. Das wird geil. Wird das toll. So, ich nehme auch mal nur 20 mit. Das reicht hoffentlich. So, Feuer, geh aus, bitte. Danke. Oh. Dieser Gegner. Weil die Gelben, die kommen nämlich dann hoch genug, um da ranzukommen. So bitte, alle herkommen, alle herkommen, alle herkommen, alle herkommen. Sophie, jetzt wirst du getötet. Los, greift an, greift an, greift an, greift an. Schön, das war gut getroffen. Zack, 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 zack. Bam, in your face! Jawohl, schön! Abgreifen! Immer abgreifen! Macht ihr super! Ja, das waren ein paar. Aber nicht verzagen, den kriegen wir dauernd. Zack, zack, zack! Macht's fertig! Das Vieh! Natürlich geht er jetzt auch so weit runter, ne, dass ich auch mit dem roten Ende treffen könnte. Klar! Ich meine, warum auch nicht?
So, ihr schafft das! Ihr schafft das! Ihr macht das tot! Yes! Boah, geil! Geil! Der Wächtersatellit, die unendlichen Weiden des Weltalls bergen so manche Gefahren. Dieser automatisierte Satellit schützt mich und mein Schiff. Nun kann ich nachts beruhigt schlafen, da ich weiß, dass mein kleiner Wächter wieder seinen Dienst versteht. Oh yeah! Sehr geil! Wir haben die Gegner geschafft. Wow! Ich bin begeistert. Dass wir das heute noch schaffen. Und zwar ohne... Das war nicht mal sehr verlustreich. Finde ich gut. Das war echt gut. So, wenn ich das jetzt heute noch abtransportiere, dann haben wir die Dingsjagd heute fertig. Dann können wir ja morgen gleich auf eine in die neue Ebene rein. Wie viel braucht das? 20? Oh, das reicht sogar. Schön. Zack, 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 zack. So, wunderbar. Alle mithelfen, das muss heute noch abtransportiert werden. Unbedingt. Und du auch. Hilf mit. Ja, jetzt, was mache ich denn mit dem Resttag? Eigentlich gar nichts. Ich hätte noch ein bisschen keimen können, aber ich habe inzwischen so viel Pikmin, dass das Keimen eigentlich gar nicht mehr nötig ist. Muss ich ja sagen. Also bald man so 150 von jeder hat, das reicht eigentlich für das komplette Spiel. Wenn man es ein bisschen kann, das Spiel, und nicht gleich 100 Stück an einen Gegner verliert. Weil mein Gott, das war jetzt einer der stärksten Gegner im Spiel. Ich habe gerade mal 60 Stück verloren. Also war schon gut. So, ich kann dir übrigens mal zeigen, was passiert, wenn ich jetzt die Pikmins wegschicke, obwohl sie noch ihre Bomben haben. Das ist echt ganz interessant. Lassen sie nicht einfach ihre Bomben hier fallen. Ist das nicht super? So, wo ist denn das Teil? Ach, da kommt's. Schön. Aber wir haben tatsächlich 3 Teile an einem Tag geschafft. Boah, wow. Wunderbarst. Das war ja eigentlich fast perfekt. Hey! Wächtersatellit. Er hat mich schon sehr oft vor Weltraumpiraten gewarnt. Aha. Okay, das müsst ihr mal, zu Hause sich installieren in ihren Raumschiff. So, dann schicke ich euch noch zurück. Ich habe irgendwo einen Pikmin verloren. Na, wunderbar. Wo habe ich denn einen Pikmin verloren? Da unten. Ach, so viel Zeit. Ich habe ja noch Zeit. Da kann ich das schnell holen. Das Einsame. Vieh, wo bist du? Vieh? Vieh? Wo auch immer dieses Teil ist. Da links. Ach da, geistert's rum. Na komm, ich bring dich nach Hause. In dein Raumschiff. 9 8. Also kein Pikmin wird zurückgelassen, außer es stirbt auf grausame Art und Weise. Aber wenn ich noch die Zeit dazu habe, dann kann ich die ja noch zurückbringen. Flipp. Und jetzt gehen wir zum Sonnenuntergang. Nein, das ist... Ja. Ja. So. Schön. Haben wir also das Gebiet komplett beendet. Das heißt, es fehlt jetzt noch ein Gebiet. Aber ich werde euch gleich sagen, was Sache ist. Weil... Na, ihr werdet es gleich sehen. Ach cool, wir haben jetzt so einen Computer um uns rumschwirren. Sehr schön. Ha, du Opfer! Ha, verpiss dich, Mann! Wir hauen ab. Quark. 11 Tage Zeit auf Prall. Die Hoffnung steigt, den Dolphin zu reparieren und zu meiner Familie zurückkehren zu können. Durch diese Hoffnung gestärkt werde ich morgen meine Erkundung an einer anderen Region fortsetzen. Ich hoffe, das Glück ist mir hold.
Im Kampf verloren heute 17 Stück. Nur für den Kampf? War gut. So, Speichervorgang. Wunderbarst. Weil wir haben jetzt 19 Teile. Und wenn ihr hier mal zählt, dann sind das nämlich 10 Teile. Das heißt, es sind 29 Teile. Da fehlt doch noch eins. Ja, was es damit auf sich hat, dazu aber später mehr. Aber für den Moment würde ich erstmal sagen, das war's dann mal wieder für heute von Let's Play Pikmin. Und ich würde sagen, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.